Guten Tag, meine Damen und Herren. Haben Sie etwas von dem Appell gehört, den 5 ehemalige Spitzenpolitiker in Bezug auf Russland an uns gerichtet haben? Die Frankfurter Allgemeine hat diesen nach Drängen dann veröffentlicht, allerdings hinter einer Paywall, sodass er nicht öffentlich zugänglich war. Es waren Spitzenpolitiker von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen. Antje Vollmer, Edmund Stoiber, Horst Teltschik, Helmut Schäfer und Günther Verheugen. Es geht um Russland. Diese 5 Spitzenpolitiker ermahnen uns dringlich, den Dialog mit Russland zu suchen, die Aussöhnung zu suchen, die Sprachlosigkeit zu überwinden. Aber es wurde totgeschwiegen in den Mainstream-Medien. Zum Beispiel schreiben sie, wir haben es inzwischen mit einer beunruhigenden Entfremdung zu tun. Das gegenseitige Verhältnis ist bestimmt von gegenwärtigen Schuldzuweisungen, Verdächtigung und militärischen Drohgebärden. Und das ist natürlich brandgefährlich. Und wenn 5 solch kluge Leute aus 5 Parteien das schreiben, dann sollte man es ernst nehmen. Wir neigen dazu, unseren Teil der Verantwortung für das bisherige Scheitern eines gesamteuropäischen Projektes auszublenden. Die Kernfrage ist, ob der Westen Russland als gleichberechtigten Partner in allen Fragen anerkennt, schreiben 5 Spitzenpolitiker. Das jetzige Klima ist wirklich gefährlich. Vom Westen gehen Schuldzuweisungen aus. Es ist brandgefährlich. Ich habe das immer wieder gesagt. Wir müssen diese Sprachlosigkeit überwinden. Ich schließe mich den 5 Politikern an. Wenn man sich überlegt, was gerade in den letzten Wochen passiert ist, da gab es den Fall Skripal. Vielleicht werden wir irgendwann erfahren, was die Hintergründe sind. Vielleicht nicht. Als das abklang, kam Duma. Dieser Giftgasangriff, der mutmaßliche, denn wir wissen immer noch nicht wirklich, ob Gift eingesetzt wurde und wir wissen nicht, von wem es eingesetzt wurde. Duma in Syrien und das gerade, als Assad dabei war, seine Stellung zu konsolidieren und den Krieg letztlich, den Bürgerkrieg für sich zu entscheiden. Was gut ist, denn dann kehrt Ruhe in dem Land ein. Und auf einmal kommt dieser Giftgasangriff. Also Assad kann da eigentlich kein Interesse daran haben, aber wir wissen nicht, was passiert ist. Als das ruhiger wurde, jetzt dürfen ja Inspektoren rein, gab es auf einmal russische Hackerangriffe wieder, jede Menge. Also all das kommt durch die Medien in einem immer schnelleren Rhythmus. Und ich frage mich wirklich, was da passiert. Wir bauen ein Feindbild auf. Wir bauen ein Feindbild auf, weil anscheinend der Westen nicht mehr die Substanz hat, sich mit sich selber zu befassen und sich selber zu reformieren. Und das scheint mir der Hintergrund dieser ganzen Geschichte zu sein. Ich habe Herrn Putin einmal kennengelernt, das ist mittlerweile 8 oder 9 Jahre her. Da ist sicherlich ein nüchterner Machtpolitiker, der die Interessen seines Landes wahrt, aber ein nüchterner und ein völlig rationaler Politiker. Und Putin kann letztlich kein Interesse daran haben, einen 100-fach überlegenen Westen herauszufordern. Er wahrt natürlich die Interessen seines Landes. Über die Fragen muss geredet werden. Wir müssen weg von diesem Feindbildaufbau. Es ist höchste Zeit. Ich schließe mich dem Appell der 5 Spitzenpolitiker an, beziehungsweise sehe das ähnlich, bin natürlich kein Politiker. Zu guter Letzt, was haben deutsche Fachwerkhäuser mit Rechtsradikalismus und völkischer Gesinnung zu tun? Wenn man nach der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geht, ist die Restauration deutscher Fachwerkhäuser ein Zeichen völkischer Gesinnung. Fachwerkhäuser, wie sie derzeit nicht nur in Frankfurt rekonstruiert sind, so enthüllte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, sind Schlüsselmedien der autoritären, völkischen, geschichtsrevisionistischen Rechten. Schönen guten Tag.